Moin moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Die Rockband Freiwild bekam am vergangenen Donnerstag auf Sylt eine goldene Schallplatte verliehen. In Braderup gibt es seit einiger Zeit eine Giftbox. Dort können einfach schöne, gebrauchte Dinge getauscht werden. Die Fußballschule von Michael Rummenigge gastiert ab dem 16. Juli für 6 Wochen im Syltstadion in Westerland. In der kommenden Woche feiern die Sylter gemeinsam mit ihren Gästen die Mitsommernacht. Am Kampener Hauptstrand zu Füßen des Roten Kliffes beginnen in diesen Tagen die Sandvorspülungen und das Landschaftsbild der Hörnumodder hat sich seit dem vergangenen Winter wieder stark verändert. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Dienstag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung, die in dieser Woche vom Emmons Verlag aus Köln präsentiert wird. Die Südtiroler Band Freiwild bekam am vergangenen Donnerstag auf Sylt die goldene Schallplatte verliehen. Mehr als 100.000 Tonträger des aktuellen Albums Rivalen und Rebellen wurden verkauft. Seit 2001 begeistern Philipp, Jonas, Christian und Jochen die Massen, füllen Konzerthallen und sind auf Festivals unterwegs. Die vier sind ein Musikphänomen in Zeiten von rückläufigen Musikverkaufszahlen und Downloads. Ich glaube, dass wir einfach sehr gute Lieder haben. Und die Menschen da draußen schätzen, glaube ich, an dieser Band die Nähe zum Leben, auch zu ihren Gedankenwelten und können sich auch viel Positives rausziehen aus den Texten, was in Zeiten zwischen Jugend und letzten Endes auch bis zum Lebensende alles auf einen einprasselt, braucht man tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen Halt und Hoffnungsgeber. Und dafür ist, glaube ich, Freiwild ein sehr, sehr guter Partner, weil die Lieder, glaube ich, das nicht nur in qualitativer Weise die Leute erreichen, sondern insbesondere, glaube ich, inhaltlich. Was machen 4 Südtiroler Jungs hier auf Sylt? Wie ist der Weg hier hoch zustande gekommen? Warum sitzt ihr hier heute in der Reblaus? Weil wir von einem guten Freund und Bekannten, der das Reblaus Gasthaus oder das Restaurant halt betreibt, eingeladen wurden und gesagt haben, das werden wir uns nicht entgehen lassen. Das erste Mal auf dieser sehr, sehr oft im Fernsehen gesehenen Fleckchen Erde zu kommen. Und dadurch, dass immer davon geschwärmt wurde und so weiter, haben wir gesagt, wir nehmen das echt jetzt auf uns und laden unsere engsten Leute mit ein und schauen uns die Insel an und dann verleihen wir auch die aktuelle goldene Schallplatte zu Rivalen und Rebellen. Denn der Preis der Musikindustrie geht neben den Musikern auch an das gesamte Team rund um Freiwild. Was steht jetzt nach dem Sylt-Besuch auf dem Programm? Wo seid ihr als nächstes unterwegs? Nächste Woche beim Alpenflair, am Samstag, 10 Uhr, Konzert. Dann erstmal Urlaub, dann haben wir noch 2-3 Festivals im Sommer. Und danach gehen wir wieder auf Tour. Wann kommt ihr wieder hier hoch und gebt ein Konzert? Wisst ihr das schon? Nein, das können wir nicht sagen, aber Fakt ist, dass es uns sehr, sehr reizt, hier tatsächlich zu spielen. Also dieses Jahr wird sicher nichts werden, schätze ich, weil es einfach zu knapp ist und es auch Vorlaufzeit braucht. Aber für 2019 wäre es echt ein weiterer Meilenstein in der Bandgeschichte, eben auf so einer wunderschönen Insel wie Sylt zu spielen. Nach der Verleihung der goldenen Schallplatte feierte Freiwild gemeinsam mit Freunden, dem Team und geladenen Gästen den großen Erfolg. In Wenningstedt Braderup wurde vor einiger Zeit in einem alten Buswartehäuschen eine Giftbox eingerichtet. Das Prinzip ist einfach, geben und nehmen. Dort können Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, die aber noch völlig in Ordnung sind, eingestellt oder mitgenommen werden. Und das völlig kostenlos. In Deutschland gibt es inzwischen viele solcher Giftbox-Initiativen. In der Braderupper Box wird auf einer freiwilligen Basis für die Ärzte ohne Grenzen um eine Spende gebeten.
Ab dem 16. Juli 2018 gastiert die Fußballschule Michael Rummenigge für 6 Wochen im Syltstadion in Westerland Nachwuchskicker aus ganz Deutschland, die in den Ferien auf Sylt zu Gast sind, können dort unter professionellen Bedingungen trainieren. Täglich, von montags bis freitags, wird gekickt, immer am Ball und immer mit ganz viel Spaß. Ab 6 Jahren können fußballbegeisterte Jungen und Mädchen teilnehmen. Neben den täglichen Trainingseinheiten gibt es Trikots, Shorts und Stutzen, Urkunden, Pokale und Medaillen, Autogramme und eine gemeinsame Siegerehrung mit den Eltern. Die Anmeldungen zu den Soccercamps sind entweder telefonisch oder auch online möglich. Des Jahres liegen der Sonnenuntergang und der Sonnenaufgang so nah beieinander wie in der Mittsommernacht am 21. Juni. Und dieses Ereignis wird auf Sylt in der nächsten Woche gefeiert. Mit Fackelwanderungen, Partys, Live-Musik und Mittsommernachtsfeuern an den Stränden. Inselweit genießen die Menschen das besondere Licht in der Mittsommernacht, in der es auf Sylt kaum dunkel wird, eine wunderbare Nacht zum Tanzen und Genießen. Friedlich und schön zeigte sich der Sylter Frühsommer in den vergangenen Wochen. Da vergisst man leicht, wie eindrucksvoll Meer und Wind im Herbst und im Winter an den Dünen nagen und wie gewaltig sich die Nordsee an die Strände wirft und dabei jedes Jahr das aufgespülte Sanddepot zurückholt. Entlang der 40 Kilometer langen Westküste der Insel müssen so Jahr für Jahr an festgelegten Stellen die Strände wieder mit Sand aufgefüllt werden. Jetzt im Juni beginnen die Arbeiten am Kampener Hauptstrand in Höhe der Sturmhaube. Zu Füßen des Roten Kliffs werden dort in den nächsten Wochen insgesamt 150.000 Kubikmeter Sand an den Strand gespült und gleichmäßig verteilt. Dann ist der Kampener Strand wieder gut gerüstet für den kommenden Winter. Unsere Wochensendung wird präsentiert vom Emmons Verlag. Seit dem November 2015 an der Hörnum-Odde auf einer Breite von 60 Metern und einer Länge von ca. 850 Metern schwere Sandverluste durch 2 Orkane verzeichnet wurden, ändert sich das Landschaftsbild der Odde stetig. Noch ist sie da und nicht wie befürchtet von der Insel abgetrennt. Die lange Sandbank, die noch im November des vergangenen Jahres da war, ist inzwischen fast wieder verschwunden. Subjektiv betrachtet wirkt der Strand momentan recht hoch, kompakt und stabil. Die starke Strömung rund um die Odde sorgt dafür, dass die gesamte Sandmasse weiter langsam in östliche Richtung wandert. Der ruhige Winter des vergangenen Jahres trug dazu bei, dass das Oddegebiet nicht viel kleiner geworden ist und dass an den Vordünen keine weiteren Sandabbrüche hinzugekommen sind. Wie sich die Strömungsverhältnisse weiter auf die Odde auswirken, werden die nächsten Jahre zeigen.